Wir zeigen euch, welche Blickwinkel man in welchen Situationen verwendet und welche Wirkung sie auf den Zuschauer haben. Den neutralsten Blickwinkel erreicht man, indem man möglichst auf Augenhöhe des Protagonisten filmt. Wichtig vor allem bei Interviewsituationen. Verschiebt man den Blickwinkel der Kamera nach oben, blickt der Zuschauer auf den Protagonisten herab. Diese Position nennt man Aufsicht und sie sorgt dafür, dass unser Protagonist kleiner wirkt. Noch extremer wird dieser Effekt in der sogenannten Vogelperspektive. Diese wird meistens eingesetzt, wenn wir dem Zuschauer einen Überblick über das gesamte Geschehen geben wollen, zum Beispiel einer Stadt oder eine Landschaft. Bewegen wir den Blickwinkel nach unten, sprechen wir von Untersicht. Eingesetzt wird diese meist, wenn der Protagonist größer bzw. überlegener dargestellt werden soll. Die Kamera befindet sich bei der Untersicht auf Hüfthöhe des Protagonisten. Bewegen wir den Kamerastandpunkt noch weiter nach unten, sprechen wir von der Froschperspektive. Ein Stilmittel, mit dem man äußerst vorsichtig umgehen sollte. Häufige Verwendung findet die sogenannte Overshoulder. Gerne verwendet in Interviewsituationen bzw. Dialogszenen. Die Overshoulder hat den Vorteil, dass beide Personen im Bild sind und der Zuschauer tatsächlich sieht, dass sie in einer Beziehung zueinander stehen. Eine weitere interessante Perspektive ist der Point of View. Hier sieht man aus dem Blickwinkel einer Person. Schaut der Protagonist zur Seite, bewegt sich die Kamera zur gleichen Seite. Sinn dabei ist es, dem Zuschauer zu zeigen, was der Protagonist in diesem Moment sieht. Egal aus welchem Blickwinkel und welcher Kameraposition ihr dreht, wichtig ist, dass ihr euch bewusst seid, dass jede Einstellung eine Wirkung auf den Zuschauer hat.